Hallo, mein Name ist Philipp und ich wollte ein Spiel programmieren. Leider ist nicht fertig geworden, darum kann ich nur eine Reihe von Screenshots präsentieren, aber ich wollte in erster Linie die Idee präsentieren. Es trägt den Titel 10 Dinge, die Ihnen bei Ihrer Expedition nicht passieren sollten. Zur Story: Kolumbus soll Amerika entdecken und reist daher los. Dabei lässt er völlig die Sonne außer Acht, welche immer größer wird am Himmel, und der Mannschaft schließlich einen gehörigen Sonnenstich verpasst. Ein Sonnenstich bewirkt das Starten eines Minispiels. Zum Beispiel Skorbut, bei dem Zitrusfrüchte vom Himmel fallen und mit nach links und rechts eingefangen werden müssen. Oder vom Blitz getroffen, bei dem man den Blitzen einer Wolke ausweichen muss, die vom Himmel regnen. Das gleiche gibt's auch nochmal in Grün, bei vom Regen in die Traufe, bei der Wolken abregnen und man den Regen nicht unbedingt auf dem Deck haben sollte. Bei Eisberg voraus gibt es 3 Fahrspuren, auf denen man sich hoch und runter bewegen kann. Auf diesen tauchen Eisberge auf, denen man ausweichen soll, sonst geht man unter. Ganz wie die Titanic. Und dann gibt es noch einige Retro-Spiele. Boatfight, bei dem das Schiff mit Ballons zum fliegenden Holländer wird und Stacheln und Vögeln ausweichen muss. Boat Invaders, bei dem eine Gruppe von UFOs das Schiff kontinuierlich beschießt und man selber zurückschießen muss. Boat Out, bei dem eine Gruppe von Wolken abgeschossen werden muss. Und Tetris, bei dem man eine Zeile abbauen muss. Wer am Ende 10 dieser Minispiele absolviert hat, entdeckt schließlich Amerika und hat das Spiel gewonnen. Leider hatte ich zu wenig Zeit, da ich auch hauptberuflich programmiere und mein Arbeitgeber mir diesmal viel abverlangt hat. Obendrein wollte ich das Ganze ursprünglich mit Qt umsetzen, da mir die Q Graphics Scheme sehr geeignet erschien. Leider ruckelte das Ganze sehr. Mit Optimierung geht das sicher auch flüssig, dafür ging mir aber die Zeit aus. Also wechselte ich noch auf SDL 2, wo alles flupscht, aber nicht fertig geworden ist. Besonders stolz bin ich auf den Grafikstil. Die Sprites sind alle handgezeichnet, eingescannt worden, in GIMP nach Schwarz-Weiß koloriert worden und schließlich maskiert worden. Da ich kein guter Zeichner bin, nahm das auch einiges an Zeit in Anspruch. Für die Idee bedanke ich mich bei meiner Schwester.